Liebe Kinder, herzlich willkommen bei Pandido, eurem YouTube-Kanal für Spielzeug und Geschichten. Heute zeigen wir euch, wie ihr mit dem Orbis Airbrush Power Studio den dunklen Lord der Sith von Star Wars malen könnt. Ich habe mein weißes Stück Papier zurechtgelegt, blaue Farbe in meinen Airbrush gefüllt und schnappe mir jetzt die Schablone mit dem Gesicht von Sith. Allerdings nur, um die Umrisse zu malen. Ich färbe das ganze Bild ein, sodass nur in der Mitte das Gesicht frei bleibt. Und das mache ich jetzt mal schnell für euch. Außerdem schnappe ich mir noch schnell einen Teller, damit hier unten eine kleine Fläche frei bleibt. Nehmt am besten einen alten Teller und fragt eure Mama vorher, ob ihr den benutzen dürft. So, jetzt nehme ich mir einmal die ausgestanzte Schablone ohne die Mitte und lege darüber noch die Schablone mit dem Muster von Sith. Male zunächst jetzt aber nur über die Augen mit einer gelben Farbe. Oha. So, jetzt haben also quasi die Augen, so eine gelbe Grundierung nennt man das. Das scheint dann nochmal am Ende ein bisschen durch. Jetzt entferne ich die Schablone und färbe mit einer orangenen Farbe das komplette Gesicht ein. Das mache ich jetzt wieder im Schnelldurchlauf für euch und wünsche euch viel Spaß damit. Wunderbar, die Umrisse haben wir schon. Jetzt fehlt natürlich noch das typische Muster, damit wir auch den Sith wirklich erkennen. Dafür nehmt ihr die Schablone mit der Musterung. Ich habe inzwischen die orangene durch die schwarze Farbe ersetzt und sprühe wieder fleißig über die Schablone. Haha, hier ist er. Oh, der sieht aber wirklich ein bisschen gruselig aus. Fast wie im Film. So, jetzt dekorieren wir das Bild wieder ein bisschen. Ich habe mir ein paar Sterne ausgesucht. Nehme dafür natürlich auch die typische gelbe Farbe. Und Sterne passen ja ganz gut ins Universum von Star Wars. Deswegen verbreite ich jetzt die Sterne über den ganzen Himmel im Bild. Da ist er, der Sternenhimmel der Galaxie. So, jetzt kommt auch der Teller zum Einsatz. Den entferne ich jetzt. Jetzt haben wir nämlich unten noch eine weiße Fläche, eine Halbkugel. Das ergibt nämlich jetzt die Welt, auf die der Sith hinabschaut. Die fülle ich jetzt schnell mit einer hellblauen Farbe aus. Sehr schön. Jetzt müssen wir natürlich noch die Länder auf die Welt eintragen. Dafür zerreißt ihr einfach ein Papier in mehrere Stücke, legt die übereinander und fahrt mit dem grünen Stift über die offenen Stellen. Könnt ihr euch ja vielleicht an dem Weltatlas orientieren, wie die Kontinente so abgebildet sind. So, wir haben die Welt, das Universum mit Sternen und Sith. Fehlt nur noch das Logo von Sith. Schnappt euch die Schablone mit dem Logo. Wählt orangene Farbe aus und sprüht ordentlich darüber. Am Ende nicht vergessen, das Airbrush Studio auszustellen. Und schaut her, hier ist es, unser Kunstwerk von dem dunklen Lord der Sith. Liebe Kinder, das war unser How-To-Video von Sith mit dem Orbis Airbrush. Wenn ihr weitere Videos mit coolem Spielzeug sehen wollt, dann klickt auf die kleinen Videos unten im Bild oder abonniert unseren Channel. Wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet oder Vorschläge für euer Lieblingsspielzeug habt, dann kommentiert das Video einfach. Wir antworten euch dann so schnell es geht. Wenn euch das Video gefällt, dann zeigt uns das mit einem Daumen hoch, denn die Spielzeuge mit den meisten Likes werden mit einer tollen Fortsetzung belohnt. Bis bald, euer Pandido-Kanal.